Wir haben feindlichen Panzerfahrer rausgeschossen. Hallo und herzlich willkommen hier auf Gobinger TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wie immer für euch am Start. Ja, und es ist wieder soweit. Heute gibt es wieder eine kleine Runde Zusammenschnitt vom Noob-Trupp. Wir waren mal wieder unterwegs. Das heißt, eigentlich sind wir öfter unterwegs. Ich schneide dann immer so ein bisschen zusammen. Ihr kennt das ja. Intro ist leider noch nicht fertig. Wie gesagt, ich habe ein paar Ideen. Ich weiß noch nicht 100%, wie ich es umsetzen kann. Das ist momentan das technische Problem an der Geschichte. Aber wir arbeiten dran. Es wird ein Intro irgendwann geben oder ein Einspann, nenne ich es mal eher. Und nur wie gesagt, es ist noch nicht fertig. Ich habe da die Ideen im Kopf. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es umsetzen kann. Ich bin da momentan am Recherchieren, wie ich das am besten machen kann. Aber da ich das alles selber mache, muss ich da natürlich auch ein bisschen gucken. Wird aber irgendwann kommen. Ja, nichtsdestotrotz, wir hatten wieder ja, ein bisschen Spaß. Zwei Runden, einmal mit dem Solo und mit dem Huskal und einmal noch zusätzlich mit dem Cookie. Und ja, wie dem auch sei, also ich hoffe, euch gefällt, was ihr gleich seht. Ich will jetzt gar nicht groß rumreden, gleich rein. Ich sag nur, erste Gefecht ging so ein bisschen in die Panzerabwehr. Ihr werdet sehen. Kleine Prognose vom Vorfeld. Wir schauen mal oben auf mein Geld. Und wir sehen, ich kann mir bald das Ziel hier auch für den Karabiner holen. Ich arbeite hart dran. Und mal gucken, vielleicht mache ich dann eine extra Folge zum Karabiner. Da hätte ich mal Bock drauf. Aber das sehe ich dann. Jetzt erstmal würde ich sagen, gar nicht weiter quatschen. Ab gleich hier in den Zusammenschnitt für euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Wenn ja, ihr kennt das Spiel. Lasst mir einen Kommi da. Da freue ich mich immer drüber. Oder vielleicht ein Like und so. Wer nichts verpassen will, in Zukunft immer Abi kennt. Naja, gut. Also, ich sag mal, let's go! Lass dich überraschen, wo ich spawn. Bei ihm, ganz klar. Also 0-1, ja. Sicher? Machen wir den Transporttrupp, ja? Ich select deine Leitung. Passiert teilweise. Bei dem Spiel. 0-3, wir fahren aber außenrum. Das heißt, wir bleiben in 0-1 kurz stehen. Ja, ich weiß, erobern und dann weiter. Und dann weiter, genau. So viel Zeit muss sein, einen Punkt zu erobern. Kurz zwischen. Ey! Rauch mir hier nicht in den Goschen, du! Guck mal, da steckt einer ein. Jetzt werden wir hier zu vernebelt. Ja. Das ist so grausam. Ist das ein Panzer? Jodo. Jo, oh, ja. Robbing war das perfekte Ablenkungsmanöver. Ja, finde ich auch. Das ist aber, glaube ich, noch ein Panzer. Wo ist er denn? Ja, wir steigen hier mal aus, oder? Steigst du hier aus? Komm, habt ihr alle eine Panzerschreck? Ich habe ihn im Visier mit der Panzerschreck. Keine Panzerschreck. Aber ich habe keine. Jetzt aber ziemlich nah ran. Hast. Der Panzer hier. Ich hab den gerade getötet. Ich hab den gerade getötet. Oder unterstützt zumindest. Panzerabwehr ist gerade hochgegangen. Ja. Was, ich denke mir hier so, ich fahr mal am Arsch hier weg, ganz nach hinten, weil ich bin ja schon. Nee, da sind immer welche. Mit an der Fahrt vor mir im Reisberg, das feindlicher Scharfschütze mit dem Fahrrad vorbei. Immer welche da hinten. Hier sitzen auch gerne Panzer drin hier hinten. Hallo! Also du bist hier alleine, okay, dann fahr ich mal weiter. Ich hab dich als Schanze genutzt. Merkst du was? Wir haben feindlichen Panzerfahrer rausgeschossen. Au. Gut. Hier nochmal raus. I don't know. Komm, schau nur einmal aus dem Panzer raus, so dem hier. Der ist so dumm und macht. Die Panzer sind immer so laut. Man meint immer gleich, man werde überfahren. Scheiße, jetzt haben wir den Passagier erschossen mit dem Fahrrad. Du bist der Typ, der mir Deckung gibt und ich gehe da mit der Panzerschreck immer ran, ne? Ja, können wir so machen.
Wenn jetzt noch einer irgendwas schießt auf mich. Okay. Oh geil, den Panzer habe ich rausgenommen, das war's wert. Da in meinem Wagen steht einer, direkt am Wagen auf der rechten Seite. Du bist ein gutes Ziel, wir haben ungefähr an der Tür. Missionswechsel. Hier wird schon so viel Leiter erschossen, die werden mich langsam suchen. Ich habe zumindest das Gefühl, dass die mich gleich suchen werden. Ja, ich habe hier gerade einen Panzer ausfindig gemacht. Ich versuche den mal gerade mitzunehmen. Ist so geil, unser Trupp als einziger hinter den Linien. So nee. Wir sind hier die Panzerabwehr, merkst du das? Wir kriegen halt den Gegnern so richtig auf die Nerven. Ja, ich sehe ihn. Und ich parke mal hier so. So, erstmal alle Mann mit einer Panzerfaust bewaffnen. Sobald er. Achtung, da kennt jemand. Von wo? Yeehaw. Wir haben markiert. Ich sehe nichts. Der ist mit dem Jeep vorbeigefahren. Ach, das war der Typ, der mich von weggeschmatzt hat. Ist der Panzer weg? Mhm. War wohl jemand mit auch noch irgendwo einer sein. Mit der Hohlladung jemand unterwegs gewesen, oder? Was war das jetzt, ja? Oh, da kommt was. Er ist weitergefahren. Da kommt aber noch was. Oh, irgendwas schießt auf mich. Wen schießt der? Hier, hier. Wo denn? Direkt bei mir irgendwo. Und links ist auch einer. Hast du noch? Nee, ich glaube, der lebt noch. Hä? Der muss hier irgendwo im Gebüsch hängen. Oder ist er weg? Nee. Ja, siehst du, ich sag dann, der hängt da nach irgendwo. Der kriegt da meinen Jeep rum. An meinem Jeep ist der. Ja. Eine Sekunde zu spät. Nee, es geht auch vor mir liegen geblieben. Er wusste halt nicht, dass wir mit mehreren unterwegs sind, ne? Scheiße. Ah. Verdammt. Ja, ist eh gleich aus. Und dann scheitert unser Team trotzdem dran. Da ist schon wieder ein Panzer gekillt worden. Lol. Wie unwahrscheinlich ist das denn? Oh, ich bin Logistikexperte Silber. Geschwindigkeit von Kampfeinheiten 10% schneller. Und jetzt habe ich die Panzerabwehr. Ah, Panzerabwehrgranate. Das ist cool. Hafthohlladung. Die kaufen wir mal in jedem Fall, ne? Hm.
Also dann holen wir uns gleich 02. Das Kommando mit kommt alle zu Fuß rein, kam etwas zu spät. Ja, dann fährst du halt, kein Problem. Wo ist Johannes? Einfach hinterher. Warte. Diese alle mal. Fahrzeuge. Was ist denn hier los? Oh, Johannes ist ja ganz da hinten. Du kannst doch gleich meinen Spawntruck spawnen können. Hab doch keinen. Ja, Soul nimmst du mit. Steig bei Soul ein, wir haben keine Zeit für solche Späßchen. Ich hätte gesagt, du sollst mit dem Spawntruck spawnen, sondern du sollst in meinen drin spawnen. Details. Unwichtige Details. Soll ich ans MG? Sammelmänner, Sammelmänner, wir müssen uns konzentrieren. Das ist übelst brutal, das Teil. Ja, ja, ihr wisst schon. Das sieht ja kaum, naja, doch schon, aber. Man kann es übelst. Böses Ding. Man kann es kontrollieren. Bin verbessert als was Deutsches. Ach, das hat jetzt nicht so behaupten. Das MG 42 ist einfach. Ja, guck mal an, wie das Ding schießt. Wenigstens im Kreis mehr gefühlt. Hier kannst du noch irgendwie ausgleichen. Im Kreis? Ja, wenn du schießt, dann. Kannst du Muster in die Wand schießen, ne? Wie war das mit Straßen und Brücken? Sollte man im Krieg immer so schnell wie möglich überqueren? Ja, am besten im Gleichschritt, dann fällt die schneller. Ja. Vor allem Brücken. Ja. Nicht umsonst verboten. Was raucht da? Ist Motorrad. Das einer von uns oder ist das ein Gegner? Die sind, die kommen von links hinten, glaube ich. Ich glaube, die kommen von hinten. Von links. Also von unserer Spawn-Seite. Ah, okay, du hast einen. Ja, da ist einer. Ja, wahrscheinlich. Zwischen den Bäumen. Hä? Durch den Baum? Wahrscheinlich. Ja, ist normal, muss sich dran gewöhnen. Ich glaube, das ist die Tarnung, wir sickten einfach nur nicht. Nein, der durch den Baum geschossen. Er hat ihn durch den Baum erschossen. Okay. Ich war eigentlich neben dir und der hat mich aus der. Der hat mich da erschossen, wo. Die kommen von oben von der Straße. Die sind schon drin im Baum. Kommen wir nicht gefühlt von überall. Ah, verdammt! Hier am Baum müsste irgendwo einer hängen. Ja. Der liegt da wahrscheinlich im Busch drin. Mr. Soul ist tot! Welch Zufall! War der wirklich doch noch jemand? Hey, es gibt's halt. Ja. Und ich sehe gerade den gegnerischen Spawn-Truck. Ich weiß auch, wo der hergekommen ist. Ich sehe sein Motorrad. Verdammt. Wo Binger? In deiner ist, sag mal, ne? Oder markier mal. Was sagst du? In deiner ist, markier mal. Halte ich da einfach mal rein schnell. Wenn ich ihn rechtzeitig sehe, meistens sehen die mich eher. Wer von euch hat meinen Spawn-Truck geklaut? Ich nicht. Niemand. Warum kann ich da drin nicht mehr spawnen? Irgendwer hat da oben das Fahrzeug geklaut. Und wenn er kommt, dann laufen wir hier. Das Fahrzeug steht noch da und ich kann da drin spawnen, also ich versteh's nicht. Ja. Oh, die sind ja schon durch, was? Ja, was ist denn das hier? Unbeschreiblich, echt. So schnell. Was war das denn? So, da sind wir auch schon wieder durch. Wie gesagt, kleiner Zusammenschnitt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir haben wieder riesig Spaß gehabt. Es war im ersten ein bisschen ruhiger, muss man sagen. Da war ein bisschen mehr Konzentration gefragt. Ich muss sagen, den Tag, wo wir das aufgenommen haben, da war ich auch ein bisschen angeschlagen. Vielleicht auch deswegen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Insgesamt aber wie immer Laune und Spaß am vor Ort. Diesmal nicht ganz so viel Blödsinn dabei gewesen. Das liegt aber daran, dass nicht jede Runde immer was passiert ist, auch klar. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Da würden wir uns freuen. Und ansonsten sage ich mal, immer schön dran denken. Spaß ist, dass du das machst. Tschüss.